Herr Kardinal, mit welchen Gefühlen fahren Sie von dieser Synode nach Hause? Glücklich und mit erfülltem Herzen. Ich bin mit Sorge hergefahren. Ich fahre mit einem fröhlichen Herz nach Hause. Es war eine starke Erfahrung und es bestärkt mich in der Überzeugung, dass der Heilige Geist die Kirche nicht verlässt. Also ich fahre zufrieden nach Hause, ich fahre auch müde nach Hause und bin dankbar, dass dieses Ergebnis erzielt werden konnte, weil die 3 Wochen waren schon ein Wechselbad von Eindrücken, auch von verschiedenen Zugängen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben erlebt, wenn die Welt sozusagen zusammentrifft, verschiedene Bewusstseinslagen zusammentreffen, verschiedene Positionen zu verschiedenen Fragen, wie es auch anstrengend sein kann, hier einen gemeinsamen Konsens, ein solidarisches Miteinander zu finden. Und das war sehr anstrengend und deshalb fahre ich sehr zufrieden, aber auch müde nach Hause. An welchen Stellen hat Sie der Abschlussbericht positiv überrascht und an welchen vielleicht auch etwas negativ zurückgelassen? Ich glaube, es ist ein gutes Papier. Es enthält sehr viel, über das wir nachdenken können, das uns hilft im Alltag, in der Praxis, in der Seelsorge. Es ist ein unvollkommenes, unvollendetes Dokument, aber es sind Gedanken, die wir dem Papst überreicht haben. Was er jetzt damit macht, das ist seine Aufgabe. Wir haben ihm, glaube ich, sehr viel Gutes, Interessantes, aber sicher auch Unvollkommenes geliefert für seine weitere Arbeit. Das Abschlussdokument ist für mich eine großartige redaktionelle Leistung. Wenn wir daran denken, dass wir an dem Instrumentum Laboris gearbeitet haben, das war so, ja, bei uns in Österreich sagt man so ein Kugelmuddel von verschiedensten Zugängen. Jetzt hat es einen eindeutigen Duktus. Was für mich entscheidend ist, was ich so entdeckt habe, und das freut mich, ist, man kann so 3 Begriffe sagen. Es ist so das Wahrnehmen, das Hinhören, das Begleiten und auch das Integrieren. Und das kommt sehr pastoral herüber. Dass es letztendlich in der Kirche darum geht, wie Papst Franziskus sagt, vor dem heiligen Boden des anderen die Schuhe auszuziehen, das heißt den Menschen wahrzunehmen. Und das ist durchgezogen und durch das Dokument, das bin ich sehr dankbar. Und was für mich auch fehlt, im positiven Sinn, wo ich sehr dankbar bin, ist, dass es kein moralisierendes Dokument ist, nicht wo Menschen beurteilt, sondern wo es wirklich darum geht, dass die Kirche, dass Seelsorger vor dem heiligen Boden von Menschen mit ihren Lebensgeschichten, mit ihren Fragen einmal die Schuhe ausziehen und so versuchen, das wahrzunehmen und zu begleiten. Und das ist für mich die große Überraschung, dass es gelungen ist, weil in den Vorbereitungsdokumenten und in vielen Statements das natürlich noch ganz anders geklungen hat. Vielen herzlichen Dank und eine gute Erholung. Danke vielmals. Herzlichen Dank auch Ihnen.